Hallo, liebe VFX-Freunde, Freunde und Nerds der VFX-Branche. Heute möchte ich euch gerne mal in meinen Houdini-Quick-Tipps einen schnellen Weg zeigen, wie ihr eure Particles von einer Noise-Struktur aus imitieren könnt. Und zwar diese Noise-Struktur halt anzuwenden auf eine bestimmte Geometrie und diese Geometrie dann halt von 0 bis 100 von der Deckkraft zu ändern. Das heißt also, unsere Noise-Emitter ein klein wenig interessanter zu gestalten. Und dazu fangen wir ganz simpel an mit einer Sphere-Geometry. Ich benutze jetzt das neue Houdini, das Houdini 16. Ihr könnt aber auch vorige Versionen benutzen, weil für dieses Tutorial braucht ihr keine neuen Funktionen. So, wir gehen einmal in unsere Sphere Primitive und ändern unseren Primitive Type von Primitive zu Polygon Mesh. Und zwar aus folgendem Grund. Wir möchten, dass unsere Struktur auf unsere Kugel prinzipiell projiziert wird, also unsere Kugel damit texturiert wird. Aber wir möchten natürlich, dass das sehr detailliert ist, also müssen wir prinzipiell hingehen und unsere Quads, unsere Subdivisions, die wir hier haben, einmal erhöhen von 13 und 24 bei Rows und Columns auf, ja, sagen wir mal, 300 mal 300 Polygone, damit das Ganze ein klein wenig interessanter gestaltet wird für uns. Jetzt möchten wir unsere Noise-Struktur natürlich in Form einer Textur auf unser Objekt projizieren. Diese Noise-Struktur ist bei uns findbar. Ich versuche hier gerade einmal ganz kurz das Menü zu entfernen, aber es funktioniert nicht so ganz. ist bei uns findbar unter einer sogenannten Point Warp. Und diese Point Warp wenden wir jetzt einfach mal hier auf unser Objekt an. Machen die natürlich sichtbar, damit wir später auch etwas sehen. Und innerhalb dieser Point Warp können wir jetzt eine Textur nach unserer Position laufen lassen und in unseren Color Diffuse Channel im Output packen. Funktioniert prinzipiell wie ein Shader. Wir können hier also unsere einzelnen Kanäle miteinander verbinden. Und das können wir ganz simpel machen. Wir machen uns jetzt zum Beispiel mal eine Turbulent Noise. Das ist eine ganz bestimmte fraktale Rauschen, ein fraktaler Rauscheneffekt, beziehungsweise ein turbulenter Rauscheneffekt. Und dieser hat jetzt hier einen Input, und zwar ein Position Input. Und den können wir einfach in unsere Position von unserer Kugel packen. Das heißt, unsere Kugelposition passt sich jetzt automatisch an unsere, andersrum, die Noise Position passt sich jetzt automatisch an unsere Kugelposition an. Und wir können dann im Nachhinein diese Noise Position in unseren Output packen und dieser Output zeigt uns unser Ergebnis prinzipiell. Wenn wir das jetzt in unseren Position Button packen würden, würde die Noise jetzt die Kugel uns irgendwo hin verschwinden lassen, wo wir natürlich irgendwie nicht wirklich wissen, wo diese Kugel denn sich jetzt befindet. Was wir aber machen wollen, ist, wir wollen die nicht in unseren Positionsbutton packen, sondern wir möchten einfach unseren CD, also unsere Color Diffuse, mit unserer Noise bearbeiten. Das heißt, die Noise halt in unseren Farbparameter packen. Also nehmen wir unseren Noise Output und packen uns den in unseren Color Diffuse Output. Somit hätten wir jetzt unsere Noise einmal auf unser Objekt gesetzt und zwar laufbar nach den Punkten. Das heißt also den einzelnen Vertices, die sich in unserer Szene befinden. Was wir jetzt noch machen müssen ist, wir stellen unsere Noise auf eine 3D-Noise um, weil wir möchten, dass das Ganze, dass der Noise-Effekt sich als 3D-Effekt auf unserer Kugel bewegt. Was jetzt vorerst erstmal passiert ist,
Er hat uns unsere Farbkugel in Vektoren angeteilt und in Rot-Grün-Blau-Bereiche. Das ist für uns jetzt natürlich sehr schlecht, weil wir möchten später alle dunkleren Bereiche löschen und alle helleren Bereiche da lassen. Deswegen müssen wir unsere Noise jetzt einmal von einem Vektorparameter, das heißt X, Y, Z, R, G, B, umkonvertieren in einen Float-Parameter, das heißt also von 0 bis 1, alles was da drüber geht, alles was da drunter geht. Die Float-Parameter bewegen sich folgend: 0 heißt transparent, nicht sichtbar, schwarz. Weiß heißt komplett opak, und sichtbar und weiß halt, ne? Und das möchten wir mit unserer Noise-Struktur natürlich auch machen. Wir möchten die schwarz-weiß halten. Also packen wir uns eine sogenannte Vector-to-Float-Node und setzen die hinter unsere Noise. Damit wird unsere Noise jetzt automatisch umgewandelt in einen Float-Parameter. Was wir jetzt noch einmal machen ist, wir nehmen unseren Noise-Type und stellen den von Alligator-Noise um auf Original-Perlin-Noise, um eine wirkliche schöne Struktur, um unseren Würfel zu schaffen. Mit dem übrigens sehr gut Strukturen eines Planeten hergestellt werden können. Das könnt ihr dann wieder für andere Bereiche nutzen. Was wir jetzt machen ist, wir möchten unsere Turbulent Noise animieren. Und zwar über unseren Offset-Parameter. Und da gibt es verschiedene Funktionen. Wir haben einmal Dollar $T, es steht für die Zeit. Dann haben wir einmal Dollar $F, das steht für Frame per Frame wird sich das Ganze verändert. Dollar $PT pro einzelnen Punkt oder Vertices wird sich das Ganze verändern. Es gibt sehr, sehr viele verschiedene Expressions, die wir hier eingeben können. Was wir hier machen möchten, ist prinzipiell, wir nehmen uns unseren kompletten Offset-Parameter und speichern uns den einmal aus unserer Point Warp heraus, sodass wir in unserem Sphere-Parameter unseren Offset-Parameter noch weiterhin bearbeiten können. Und das machen wir, indem wir hier mit Rechtsklick an die Seite auf dieses kleine Zahnrad klicken und hier einmal auf Promote Parameter klicken. Wenn wir jetzt aus unserer Sphere rausgehen, haben wir hier unten unseren Offset-Parameter perfekt. Und diesen können wir jetzt hier animieren. Und das ist auch ganz simpel zu machen. Ihr nehmt euch jetzt die Funktion $T für Time und sagt jetzt zum Beispiel mal, ja, mal 100. Jetzt könnt ihr euch eure Funktion kopieren und einfach mit der Tabulator-Taste in euren Y-Parameter einfügen und auch in euren Z-Parameter. Jetzt habt ihr das Grunde genommen in allen Vektoren und zwar Dollar Time mal 100, Dollar Time mal 100, Dollar Time mal 100 und schon seht ihr, eure Noise bewegt sich. Wenn ihr das Ganze in Realtime angezeigt haben lassen wollt, gibt es hier unten einmal diesen Realtime-Toggle, den könnt ihr euch aktivieren. Wenn ihr jetzt auf Play klickt, wird das Ganze in Realtime angezeigt. Jetzt sehen wir natürlich, okay, gut, Dollar Time mal 100 ist vielleicht ein bisschen sehr stark, also ändern wir das auf einen sehr kleinen Parameter, Dollarteil mal 5. Und ich würde euch empfehlen, für jede Achse verschiedene Werte zu nehmen, weil das dann interessanter wird. Dollarteil mal 4 und Dollarteil mal 2. Und schon seht ihr, eure Noise bewegt sich ein klein wenig weniger. Ist aber immer noch zu stark, also setzen wir hier Werte ein von 0,5, 0,2. Ups, 0,1 oder so. Gucken wir mal. Und schon bewegt sich unsere Noise über unsere Kugel viel interessanter und verändert sich auch viel interessanter. Leicht wie eine, ja, Wolkenstruktur über die Zeit hin. Was wir jetzt machen möchten, ist, wir möchten alles, was transparent ist, sein soll, also im Grunde genommen hier schwarz. Laut einem Alpha-Kanal möchten wir entfernen. Das können wir auch ganz simpel machen,
indem wir einfach eine Delete Note hinter unsere Point Warp setzen, also eine Delete Sop, diese aktivieren und hier oben bei Operation das Ganze auf Delete Selected lassen und die Entity von Primitives auf Points umändern. Damit würden wir nämlich alles nach unseren Vertices löschen. Jetzt müssen wir unter Number, nur noch unter unserer Operation, das Ganze ändern auf Delete by Expression. Und jetzt alles, weil wir ja ein Float-Parameter haben, das heißt Rot, Grün, Blau werden automatisch eine Farbe. Und es ist prinzipiell egal, welche Farbe wir davon nehmen, müssten wir jetzt löschen, was unter einem bestimmten Bereich sich befindet. Das heißt also, wir sagen hier zum Beispiel $CR, das wäre für Color Red, ist kleiner als 0,1. Und dann wird alles, was kleiner als 0,1 ist oder beziehungsweise kleiner als 1, wird gelöscht. Und schon sehen wir, alles auf unserer Kugel, was nicht weiß ist, wird der Kugel entzogen. Das heißt also, Grauwerte werden natürlich beibehalten, aber alle Schwarzwerte werden hier entfernt. Und damit hätten wir prinzipiell unsere Noise-Struktur schon einmal um unsere Kugel geschaffen. Was wir jetzt noch machen müssen, ist die Transparenz einstellen von 0 bis 1 und diese animieren. Das ist auch ganz simpel. Wir machen uns eine zweite Point Warp hinter unserer Delete. So. Diese Point Warp, da gehen wir wieder einmal rein. Nehmen uns jetzt aber direkt unsere Color Diffuse Input, packen uns den in unseren Output und packen uns jetzt einen ganz, ganz simplen Farbverlauf hier zwischen. Diesen Farbverlauf können wir jetzt einmal nochmal umstellen und zwar auf eine sogenannte Spline Ramp. Das heißt also, unser Farbverlauf würde sich automatisch von schwarz nach weiß ändern. Und diesen Farbverlauf lassen wir jetzt hier einmal so, gehen wieder aus unserer Sphere raus und animieren jetzt unseren Punkt von ganz weit hinten, also so, dass man nichts mehr weiß sieht, sondern alles schwarz ist, bis ganz nach oben. Das heißt also, dass wir hier wirklich so eine Struktur kriegen. Damit fangen wir jetzt auch direkt mal an. Wir nehmen uns hier wirklich diesen einzelnen Value, also diese einzelne Position, nicht Value, Entschuldigung, diese Position hier raus, animieren uns das auf Frame 1, mit Alt und linker Maustaste gedrückt, setzen wir einen Key, gehen dann ein paar Frames weiter, sagen wir mal auf Frame 25 und ziehen uns unseren Parameter einmal komplett hoch auf 0 und drücken noch einmal Alt und linke Maustaste. Jetzt haben wir uns im Grunde genommen hier unsere Noise-Struktur einblenden lassen. Das gleiche machen wir jetzt andersrum am Ende unserer Komposition. Das heißt also, wir geben jetzt hier rechts bei euren Global Animation Options, geben wir jetzt, sagen wir mal, Start 1 bis 200 ein. Save as Default. Und damit wir halt wirklich eine genaue Zahl haben und gehen jetzt, sagen wir mal, auf Frame, ja, 160, ja ne, 170. Setzen jetzt hier nochmal mit alt-linker Maustaste einen Key. Gehen dann ein klein wenig weiter. So, Frame, ja, 190 oder sowas so um den Dreh. Oder machen wir mal direkt 195, dann haben wir wirklich 25. Und ziehen unseren Button jetzt wieder hier hoch. Wieder Alt, linke Maustaste, setzen einen Key und jetzt ist das Ganze halt einmal andersrum, dass wir es wirklich von transparent in transparent übergehen lassen. Was wir jetzt machen ist, wir nehmen uns unsere Delete-Sop und kopieren uns die mit STRG-C, STRG-V. Trennen hier die Connection
und packen uns die hier einmal nochmal hinter unsere Point Warp. Und jetzt erscheint unsere Sphere nach unserer Noise-Animation über die Transparenz. Dasselbe auf der anderen Seite genauso. Sie verschwindet wieder nach diesen Parametern. Jetzt ist es für euch eigentlich nur noch sehr einfach. Ihr macht euch ein simples Particle Network. Ich schiebe das mal alles ein bisschen nach links. So. Einfach Pop Network. Das ist ein Particle Operator Network. Und das aktiviert ihr euch natürlich, damit ihr etwas seht. Ja. Er fängt nämlich automatisch jetzt schon an zu berechnen. Sehr gut. So. So. Und in diesem Particle Network müsst ihr eigentlich nichts mehr anderes machen, als hier euren Guide auszustellen, eure Use Velocity of you, also Use Inherited Velocity so zu stellen. Unter dem Birth könnt ihr eure Life Expectancy, das ist halt ab welchem Punkt verschwinden die Particles, könnt ihr auf einen sehr geringen Wert stellen, zum Beispiel, ja, oder sagen wir mal 4 und die Variance auf 3. Das heißt also, es ist ein kleiner Random-Parameter, der halt sagt, ab einem bestimmten Punkt sollen die halt verschwinden bei der Expectancy, und die Variance sagt halt, okay, dieser Parameter soll aber nochmal random verschoben werden. Das heißt also, die werden nicht genau nach 4 Sekunden verschwinden, sondern die werden, also werden dann halt nochmal mit einer klaren, kleinen Variante verschwinden. Das heißt also nicht ganz genau. Hier unsere Constant Birth Rate können wir zum Beispiel mal auf 50.000 Particles pro Sekunde stellen. Und wenn ihr wollt, könnt ihr dann noch eine kleine Pop Force imitieren, integrieren, und die kann euch dann nochmal eine kleine Noise-Struktur auf eure Particles legen, wenn ihr das haben wollt, sagen wir mal, ja, 2, eine Amplitude von 2. Und wenn ihr das Ganze jetzt animiert, werden eure Particles nach eurer Noise imitiert und ab einem bestimmten Punkt verschwinden diese auch wieder. Ja, 2 ist ein bisschen heftig. Sagen wir mal 0,5. Wir wiederholen unsere Simulation. Und ihr seht schon, eure Particles werden nur von euren Stellen imitiert, die nicht transparent sind. Falls euch das alles noch nicht gefällt, könnt ihr das Ganze dann nochmal ein klein wenig langsamer machen, und zwar mit einer Pop Drag Force. Und hier unter der Air Resistance könnt ihr zum Beispiel einen sehr hohen Wert angeben, dann werden die Particles verlangsamt. So könnt ihr euch sehr einfach interessante Partikelstrukturen erstellen. Falls euch das auch noch nicht gefällt, gibt es immer noch andere Wege, wie ihr dann auf euer Ergebnis kommen könnt. Prinzipiell ist das aber schon einmal das Wichtigste. Ihr könnt auch eure Life Expectancy nochmal runterstellen, um die Particles sich noch weniger ausbreiten zu lassen, womit ihr eure Struktur hier besser noch erkennen könnt. Ja, dann müsst ihr nichts anderes mehr machen, als eure Particles rausspeichern, was ganz simpel ist. Dafür braucht ihr im Grunde genommen nur eine ROP, einen ROP Output Driver, und dieser kann euch dann eure Particles rausspeichern, als Cache wieder importieren lassen, und dann könnt ihr dann weiterarbeiten. Das war's schon von meinen Houdini Quick Tipps zu Noise-Strukturen auf
Partikel emittern. Ich hoffe, euch hat der Quick-Tipp gefallen. Wenn ja, schreibt mir in die Kommentare. Und bei Kritik und Fragen natürlich bin ich auch immer ansprechbar. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Bis dann. Tschüss.